Moin Moin und herzlich willkommen. Eine Runde LS17 wieder. Unser abgeerntetes Gerstenfeld muss jetzt. Rapsfeld. muss jetzt wieder bestellt werden. Ich hab's doch mit der Gerste. Mann! Ja, um den Gerste willst, dann machen wir Gerste gleich. So ist gerade runtergedüngt. Rauf und runter. Ja. Mit Vorgewende? Drei oder vier Bahnen, glaube ich schon. Naja, es geht hier, ging darum, dass ich hier anfangen kann und dann halt Vorgewende. Vorgewende habe ich gemacht. Sehr schön. Freut mich zu hören, quasi. Hat keiner gesehen. Doch, ich. Mann! Mach aber bitte gleich drei oder vier Vorgewände. Wieso drei oder vier? Das Vorgewände auch zum Schluss sehen, ist ja egal. Genau, ja. Vorgewände am Schluss. Okay. Echt mal. Okay. Ich dachte, er kommt so weit. Nö. Ja, hab ich gemerkt. So, erstmal das Frontgewicht ein bisschen. Oh. Frontgewicht erhöhen. Kannst doch gar nicht anfangen. Aha. Warum? Darum war ich nur 14,50 Meter breit. Drüber. Ja, ich weiß. Ich muss einmal warten, bis du wieder oben bist. Genau. Lass mir einen kleinen Vorsprung. Aber ich kann mir das ja schon mal alles vorbereiten. Sie. Ich muss unten ja auch noch Vorgewände machen, insofern. Ich habe eine Idee, dass ich trotzdem anfangen kann. Mach's einfach auf der einen Seite weniger. Genau. Ich schiebe mir den Kurs ein bisschen rüber, dann passt das auch. Naja. Pass auf, dass du nicht gegen die Brücke fährst. Ah, die wird sich schon zur Seite rühren. Ja. Den mal anrufen, da geht's zu weit. Ich glaube, ich werde halt wieder nicht alt, ey. Mann, Mann, Mann. Es wird spannend, jetzt kommt gleich die Brücke. Hab auch mal gehupt. Ah, mich hat sie durchgelassen. Hehe. Fahr ruhig weiter, Lübner. Mich auch. Hm.
müsste das bloß noch ändern, wo die Namen stehen vom Discord. Ja. Du willst den nicht überm Dings haben, ne? Ich hätte gerne oben in der Mitte. Ja. Opa. Ich weiß gar nicht, ob mittig überhaupt möglich ist. Das weiß ich auch noch nicht. Muss ich nachher nochmal ein bisschen rumspielen. Ja. Ich habe mir heute mal einen neuen PC konfiguriert, ne? Oh wei. Ja. Alleine Mainboard, Grafikkarten, CPU und RAM. 4.920 Euro. Au! Alter, fast geschenkt. Ja. Also so viel habe ich nicht zur Verfügung. Ich auch nicht. Ich hatte mal so geguckt, die neuen 18-Kerner von Intel mit dem Asus Mainboard, 2 1080 Ti, 32 GB Arbeitsspeicher. Ja. Ein bisschen teuer, sagst du. Ja, CPU kostet allein 1800, ne? Und da sind noch keine Kühler oder so, keine Wasserkühler mit drin oder so, keine Aufsätze, gar nichts. Ja, wie gesagt, ich habe nachher so anderthalb ungefähr zur Verfügung. Ja. Aber dafür sollte man auch schon gut was haben. Da kriegst du was richtig, da kannst du richtig schönes basteln. Das sollte eigentlich so reichen, dass ich die nächsten zwei Jahre zumindest mal Ruhe habe. Ja, locker. Locker. Und den Monitor von eBay Kleinanzeigen hole ich mir nicht. Nicht? Na, weil er zu viel Geld haben will. Achso. Wenn ich da 30 Euro draufpacke, habe ich einen neuen. Ja, was ist denn? Für einen Gebrauchten, so viel Kohle. Ja, es ist ein 27 Zöller von Samsung. Ja. Mit einer Reaktionszeit von, ich glaube, 4 Millisekunden. Ja. Neu hat er 200 gekostet und er will da 150 verhaben. Ist doch lächerlich. Und dann habe ich angeschrieben, 100 bis 120 würde ich so ausgeben. Das ist schon viel für einen Gebrauchten. Das fand ich das auch schon viel. Also normal für so einen gebrauchten Monitor 80 Euro, 70 Euro, nicht mehr. Und er schrieb dann, nein, er müsste mindestens 140 haben. Wer denn nicht? Da war ich heute beim Mediamarkt. Ja. Dafür 180 kriegst du einen 27 Zöller mit einer Millisekunde Reaktionszeit. Ja. Durch. Ja. Klar. Also die kosten nichts. Wenn das ein Full HD ist, die kosten gar nichts. Nee, das war der auch. Der hatte Full HD, der hatte eine Millisekunde Reaktionszeit. Ja. Kriegst du auch für 200 Euro. Neu. Ja. Und ich hätte davon halt nachher gerne. Ja, ich meine, das war ein Philips. Ich habe hier auch einen Philips, einen 27er. Auch mit einer Millisekunde Reaktionszeit für 170 damals gekauft. Nagelneu. Ja. Deswegen ist sowas ganz schön unverschämt. Da gebe ich nicht für 140 aus für einen Gebrauch. Nee, da bleibt doch drauf sitzen. Aber sollen sie halt, ne? So, sollen sie es probieren. Also ich gebe es nicht aus. Ja. Und ich will demnächst, denn ich will, wenn ich mir den Rechner neu aufbaue, will ich zwei davon haben. Ja. Ich habe mir auch schon eine coole Halterung rausgesucht im Internet dafür. Okay. Wir sollten demnächst mal wieder Strom machen. Okay. Mal 600. Da unten haben wir 5000. Oh, ist heute einiges rausgegangen. Aber Christian. Ja. Du könntest ja auch, ich sag mal, die Pascal-Architektur gibt's ja jetzt schon eine ganze Weile. Du spielst ja eh nicht so die grafikanwendigsten, aufwendigsten Spiele überhaupt. Was hältst du denn, wenn du einfach eine 1050 Ti kaufst erstmal? Die kostet, glaube ich, 160 Euro. Aber du könntest selbst GTA 5 auf 4K spielen. Aua. Ja. Ich will ja zumindest drei Anschlüsse für Monitore haben. Ja, hat die, glaube ich. Und meine, die kostet 160 Euro. Die kannst du dann in einem Jahr oder was, wenn eine neue Grafikkarten-Serie raus ist, ne? Ja. Könntest du sie immer noch für 100 Euro verkaufen oder was? Und dann kaufst du dir eine neue Generation, weißt du? Weil, ja, natürlich auch eine Option. Oder du behältst sie, du kannst sie auch locker noch zwei Jahre spielen oder drei Jahre, weil die haben Power. Oder holst du zwei davon?
Nee, 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 auf keinen Fall. Dual-Mode. Nee. SLI, nee, auf keinen Fall. Das bringt bei der gar nichts. Der Leistungszuwachs ist so marginal. Das bringt nur was, wenn du in 4K spielst oder höher. Von der Auflösung. Aber wie gesagt, ich habe mir letztens Black Ops 3 runtergezogen, das kann ich auf meinem Laptop nicht spielen. Das ist absolut kein Ding. Wie gesagt, deswegen wird sie auch überall empfohlen als Kauftipp quasi. Und die 1050er noch. 1050 Ti. Die nicht die 1050. 1080, ne? 1080 Ti, ja. Aber die kostet auch noch 700 Euro. Minimum, ja. Und ich brauche ja auch noch ein Netzteil, ich brauche ein Gehäuse, ich brauche einen Arbeitsspeicher. Ja, Arbeitsspeicher ist aktuell teuer, habe ich gesehen. Und Arbeitsspeicher hätte ich doch zumindest gerne 8 bis 16 GB DDR5. 16. Dran. DDR5? Ja klar, wenn denn 5er. Wenn denn den 9. Gibt's den schon? Also auf ich meine ja. Und DDR4 auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es schon DDR5 RAM. Ich kann mich täuschen. Ich meine, ich hatte, ich weiß nicht genau, ich weiß es nicht mehr, es ist schon ein bisschen her, dass ich geguckt hatte. Auf jeden Fall 16, entweder 8 oder 16 GB. Den gibt's noch gar nicht. Gibt's noch gar nicht, ist das der 4er? Nee, natürlich gibt's noch 4er. Mann, ich denke. Du kennst das vielleicht von Grafikkarten, GDDR5 RAM. Weil das bei Grafikkarten immer dabei steht. Das kann sein, dann habe ich mich vertan. Ja, weil normal gibt es DDR4 RAM. Und dann ist es irgendwie 3,6 oder 3200er MHz RAM, fertig. 16 GB, 2 Riegel Dual Channel. Na, fertig. Ich hätte mir Mainboard ausgesucht, was Quad Channel unterstützte. Und das wäre natürlich mit 4 Riegeln schon echt geil, aber. Da kostet der Arbeitsspeicher insgesamt 560 Euro und das Mainboard 500 Euro. Autsch! Ja! Aber gut, war beim PC jetzt auch so. Naja, aber 16 GB RAM sollten auch reichen. 16 GB sind okay. Und man kann ja immer noch erweitern. So. Ist ja der Vorteil. Musst du die gleichen Riegel kriegen. Deshalb will ich ja auch wieder zurück auf PC, weil du da immer ausbauen kannst. Ja. Oder aufrüsten kannst. Ja, genau. Deswegen meinte ich ja so die Strategie, jetzt vielleicht die 1050 Ti kaufen, die jetzt für die nächsten 2 Jahre absolut ausreicht, ne? Und dann in 2-3 Jahren vielleicht nur die Grafikkarte tauschen. Weißt du? So würde ich fahren, an deiner Stelle, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte. Weil jetzt so eine teurere Grafikkarte kaufen, das macht, glaube ich, gar nicht so einen Sinn. So um die 200 Euro liegt die. Ja. Ich würde auf jeden Fall ein Mainboard und einen Prozessor haben, wo ich keine Onboard-Grafikkarte habe. Naja. Weil die brauchst du nicht, das kostet bloß Leistung, das Ding. Ich habe noch nie so ein Mainboard gehabt, was sowas hatte. Wozu auch? Ja, meine Mutters Rechner, das ist ein günstiger Rechner, aber der hat nur eine Onboard-Grafikkarte, aber der soll auch nicht viel können. Du, für Office reicht das. Office und Internet reicht. Office, Internet, ein paar YouTube-Videos mal gucken, dafür langt das Ding völlig. Klar. Kommt ja immer drauf an, was du mit dem PC machen willst. Naja. Irgendwie hole ich euch nicht mehr ein. Nicht mehr, wa? Komisch. So Leute, das war's wieder mit dieser Folge. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, was in die Kommentare schreiben und morgen wieder einschalten. Also, bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.
Ciao. Ciao.